Guten Tag, wir schauen uns einfach mal an, wie viel Platz hier für Fahrräder ist auf der 23. Straße, die quer durch ganz New York durchgeht. Also hier sind die Autos und die Motorräder und die Taxis. Aber der Großteil sind Fahrradwege. No shit. Das funktioniert. Da könnt ihr die dickste Karre haben oder beim Taxi jetzt so eilig haben, wie ihr wollt. Die Straße gehört mittlerweile den öffentlichen Verkehr. Also Busse und Fahrräder. Hat die Feuerwehr und die Polizei Probleme? Natürlich nicht, weil die Busspur ist ja sowieso frei. Hier könnt ihr das auch mal sehr schön live sehen. Hier kommt gerade die Feuerwehr. Hier ist übrigens das Flatiron. Das berühmte Flatiron Building, ja. Das hier ist auch interessant. Wir gucken jetzt südlich vom Flatiron Building. Da seht ihr diese ganzen Citybike-Stände. Und zwar sind die mitten auf der Straße. Also das ist ein riesiger Freiraum, der dafür geschaffen ist. Da hinten ist das World Trade Center. Also wir sind wirklich mitten in der Stadt. Und das Grüne sind jetzt mal die echten Fahrradwege. Könnt ihr sehen, funktioniert. Hier am Union Square ist es noch krasser. Hier ist gleich alles umgestaltet. Hier fährt zwar der Bus lang. Das ist aber auch eine Buslane. Steht auch da, werdet ihr gleich sehen, da kommt der Bus. Aber ansonsten das bunt bemalt hier. Und alles andere, das gehört den Fahrrädern. Das ist auch so eine Crosstownstraße, die 23. Straße. Das ist jetzt die 14. Abgefahren. Echt abgefahren. Die Polizei darf natürlich lang, ne? Rettungswagen und so, ist ja klar. Fahren da hinten auch. Aber das war's. Mutige Entscheidung, kann man nicht anders sagen. So, jetzt bin ich mal ein bisschen weitergegangen. Ich dachte mir, das gibt's doch gar nicht. Hier am Astor Place, das ist jetzt noch ein paar Straßen weiter. Das ist schon die 8. Straße. Ist hier bewässert und sieht irgendwie ganz grün aus. Aber so langsam nähern wir uns des Rätsels Lösung, auch wenn es ein bisschen nass ist. Ja. Pestizide. Nicht nur gegen Ratten, sondern wohl auch gegen Insekten. Kein Wunder, dass man kein einziges Insekt hier mehr sieht. Denn wenn man hier Neonicotinoide oder irgendwas anderes, weiß der Teufel, was hier neben, natürlich reinballert, dann ist das Leben bald tot. Zumindest das tierische. Nee. Auch hier liebevoll hergerichtet die Steingärten, denen man natürlich dem man natürlich auch nichts reißen kann. Ach nee. Jetzt sehe ich gerade noch was Schönes. Hier ist ja, wie ihr schon wisst, jetzt hier der Bus, die Busspur. Und hier ist eine Radkarte in New York, in Manhattan. Wir sind wirklich mitten in Manhattan, also mittiger geht es nicht mehr. 6th Avenue, 23rd Street. Und ja, da können wir sehen. Sind die ganzen Fahrradwege eingezeichnet. Zum Beispiel hier am Broadway runter. Das können wir uns nachher auch nochmal angucken. Hier ist auch schon ein Radfahrer. Ein weiterer. Und kann man sich sehr gut bewegen. Durch Central Park ist ja eh klar. Dann die ganzen Cross Streets. Das ist auch ganz interessant. Und dann hoch und runter. Also man kann völlig problemlos, sagen wir mal, ab unterhalb dem Central Park bis runter zum Financial District kann man ganz problemlos zum Radfahren. Und auch die restliche Stadt ist von ausgewiesenen Fahrradwegen durchzogen. Also echt kein Problem. Und auch hier, ich weiß, ihr habt es jetzt schon 10-mal gesehen, aber ich möchte wirklich das Ausmaß nochmal zeigen, dessen, wie hier die Straßen eingeengt wurden. Also da seht ihr, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Also hier ist
wirklich nur noch ein kleiner Teil der Straße ist eine Autostraße. Hier sind wir am Flatiron, also diesem flachen, dreieckigen Haus, ganz in der Nähe vom Empire State Building. Das ist, kann man jetzt hier gerade nicht sehen. Und hier sind wieder die ganzen Bikes. Wieder mal alles Fahrradweg. Es ist sogar komplett verkehrsberuhigt. Also es sind nicht nur diese Fahrradständer hier, die ihr schon kennt, sondern hier hat man sogar mitten in Manhattan, also das ist hier Fifth Avenue, mitten in Manhattan, hat man eine komplette Verkehrsinsel gemacht, eine riesengroße, die sich über drei Straßen erstreckt, also so eine Art Park, ohne dass das jemals als Park angelegt wurde. Und hier auf dem Broadway ist dann hier komplett alles zum Fahrradweg umgewandelt, hier. Und wenn man da weitergeht, kann man sich hier auf der Straße irgendwie hinsetzen, wenn man das gerne möchte, und da einen Kaffee trinken oder sowas. Aber hier seht ihr, eine riesige Insel, nur für Fußgänger, Fahrradfahrer und irgendwelche Mofas, die eigentlich nicht lang fahren dürfen. Die Polizei darf natürlich logischerweise auch auf der Fahrrad- und Busspur fahren. Ich erwähne das hier so oft, weil das irgendwie da scheinbar immer so eine Angst ist, die Leute haben. Und was auch interessant ist, die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen, die fahren hier echt mit ordentlich Speed. Also das ist wirklich gleichberechtigter Straßenverkehr und nicht so wie irgendwelcher Öko-Trulli-Krimskrams. Also besser nicht auf dem Fahrradweg rumstehen.